Hi, Freunde der Nacht, Jungs und Mädels, grüßt euch. Stefan Lammel ist hier zu einem neuen Erklärvideo. Vielen herzlichen Dank für die vielen Abonnements. Bitte mich weiter mich abonnieren, das spornt mich an. Die Glocke nicht vergessen zum Einschalten, klingelingeling. Abonnementzeichen habt ihr auch hier unten. Also, wäre schön, wenn ich wieder mehr Abonnenten bekomme. Gleich zum Lied, zum Erklären, When the Saints Go Marching In, im Stile von Louis Armstrong, bringe ich euch heute bei, mit Backing Track. Das Backing Track könnt ihr auch haben, in der Infobox unten ist ein Link drin, dann könnt ihr das bestellen, mit einem kleinen Unkostenbeitrag. Schreibt mir eure E-Mail-Adresse und ich habe es hier für Tenorsaxophon. Man kann es auch für Klarinette verwenden. Die Altsaxophonisten haben ein anderes Video. Im nächsten Video, da kommt es ganz speziell für Altsaxophon. Jetzt für Tenorsaxophon. When the Saints, wir machen das wie immer üblich. Wir singen das. Es ist in C-Dur. Eigentlich ganz einfach. Der erste Ton ist C. Das heißt C ohne Oktavkap. Klappe. C, I, F, G, C, I, F, G, C, I, F, G. Also es kommt dreimal. E, C, E, D. Das ist der erste Teil. Der Ton C, der erste Ton C ist ohne Oktavklappe. Hier C, ohne Oktavklappe. Dann kommt das E mit Oktavklappe, F mit G, E und dann das C wieder ohne Oktavklappe. Also alles mit Oktavklappe außer dem Ton C. Ich habe die Notennamen hingeschrieben. Großbuchstaben bedeuten mit Oktavklappe, Kleinbuchstaben bedeuten ohne Oktavklappe. Also C, E, F, G, C, E, F, G, C, E, F, G, E, C, E, D. Singen ist wichtig, singt die Notennamen mit, dann geht es gleich ins Ohr und ihr könnt es viel leichter spielen. So, jetzt die Töne. C. Das ist der erste Teil, ist doch gar nicht mal so schwer. Zweiter Teil beginnt mit E, zweimal E mit Oktavklappe. E, E, D, C, C, E, G, 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 F. Also zweimal E und dreimal dann das G. Ja, und das Oktav, alle mit Oktavklappen außer das C. Kommt der nächste Teil. I, F, G, E. Und dann gehen wir das tiefe G. G, D, C. Also I, F, G, E. G ohne Oktavklappe. D mit D, C. Wieder ohne Oktavklappe. Ja, also eigentlich ganz einfach. Ich spiele, der Backing Track kommt dann, das ist insgesamt, ich glaube, dreimal. Ich spiele immer so kleine Zwischentöne dazwischen drin, ja, das heißt so Verbindungstöne. Das ist immer dieses S zum E. Ja. Also hier haben wir das S, S, das ist das, die D-Klappe und die Klappe daneben, das ist das S und da kommt das E immer dazwischen. Ja, genauso mit dem F, Fis F mache ich also auch Verbindungsnoten. Ja?
beziehungsweise nicht Fis, sondern Fiske. Ja? Das sind also so kleine Schlenzer. Das ist das Fis und das ist das G. Also dreimal. Dra, 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 di. Also, solche Zwischentöne kann man machen, wird das Ganze ein bisschen aufgelockert. Je öfter dass man das macht, ein bisschen probieren, ja, mit diesen Durchgangstönen klingt das wunderbar. Jetzt wollen wir gleich rübergehen in die nächste Tonart, weil auf dem Backing Track habe ich dann eine Strophe oder ein Refrain in G-Dur. Da fängt es dann nicht in C an, sondern da kommt der Teil in G-Dur und es fängt an G, H, C, D. Das ist das G ohne Oktavklappe. Dann das H. Und das D, D mit Oktavklappe. G, H, C, D, H, G, H, A. Ja, dann kommt der nächste Teil. H, H, A, G, G, H, D, D. Die drei Ds, in dem Fall mit Oktavklappen. D, 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 C, H, C, D, H, D. A, G kommt dann der Schluss nicht mehr, sondern da kommt der Schluss folgendermaßen. Das ist dann auch im Backing Track so. Also da geht folgendermaßen. H, H, A, G, G, H, D, 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 C. Jetzt kommt er. H, C, D, S, E, Fis, G. Das ist das Dis oder dieses S, ja. Auch dieser Verbindungston, dann kommt das E, dann kommt das Fis. Das Fis und dann kommt das G. Ja, das sind also die, das wollen Sie sehen. Jetzt wollen wir das Ganze probieren mit dem Backing Track. Es geht ziemlich flott. Ihr könnt zwei Versionen haben. Einmal zum Üben eine langsamere, mittlere Version. Und einmal als richtiges Übungsziel die schnelle Version. Ich mache jetzt die schnelle Version, damit ihr seht, wie man das da macht. Ihr müsst nur aufpassen bei der Einleitung. Da kommt ein langer Ton, da zählt man bis 3 und dann geht's los. Also folgendermaßen. Ist jetzt When the Saints Go Marching In.
Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es mir in die Kommentarbox an, möchte wissen, ob ihr da zurechtkommt. Das heißt, das kommt insgesamt dreimal. Ich glaube, am vierten Mal kommt dann der Wechsel auf G-Dur. Ich habe zwei verschiedene Versionen, einmal die langsame und einmal die schnelle Version. Könnt ihr als MP3 haben über PayPal. Mir schreiben, ich schicke es euch per E-Mail dann zu. Schreibt es auch für welches Instrument, weil ich mache das ja auch dann noch für Alt und Tenor. Freut mich, bis zum nächsten Mal. Schreibt es mir dann, ich möchte wissen, wie es euch geht, ob das passt, ob ich das gut erklärt habe oder ob ihr da mitgekommen seid oder ob das zu schnell oder zu langsam war, möchte ich alles wissen. Ciao, servus, bis zum nächsten Mal.